Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns in Bonn ist, meine Damen und Herren. Ich fühle mich geehrt, den ehemaligen Bundesaußenminister und Ehrenvorsitzenden der FDP jetzt auf die Bühne zu bitten. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich hier in Bonn auf dem Marktplatz Hans-Dietrich Genscher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bonnerinnen und liebe Bonner, immer wenn ich über diesen Marktplatz gehe, fällt zuerst mein Blick auf die Treppe hinter uns. Eine Treppe, von der nicht nur viele Staatsoberhäupter der Welt zu den Bonnern gesprochen haben, sondern wo im Jahre 1949 der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, am 12. September zu den Bonnern sprach. Und wenn er zu den Bonnern sprach, meinte er das ganze deutsche Volk. Nicht nur das in der Bundesrepublik, sondern er wandte sich an die, die in der damals noch sowjetischen Besatzungszone an dieser Wahl nicht teilnehmen konnten. Und er hat ein Wort uns auf den Weg gegeben, das dieses Land bis heute bestimmt, und dabei muss es bleiben. Er sagte, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Und dem haben wir versucht nachzukommen. Nicht alles ist vollkommen, aber eines können wir sagen, unser Volk hat noch nie so lange im Frieden, in Freiheit und in sozialer Gerechtigkeit leben können, wie in dem letzten halben Jahrhundert. Und das, meine Damen und Herren, ist die Verpflichtung, unter der jede Generation steht. Ich habe damals im September 1949 und vorher im August am 14.08. in meiner Heimatstadt Halle mich auf das juristische Staatsexamen vorbereitet. Aber meine Gedanken waren immer da drüben im Westen. Und in dieser kleinen Stadt aus meiner Sicht aus Halle in Bonn, wo sich deutsches Schicksal vollzogen hat. Und am Wahltag haben wir im engen Freundeskreis zusammengesessen und dann haben wir gesagt, jetzt schreiben wir jeder mal auf einen Zettel, was wir wählen würden. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, bei mir stand FDP. Aber das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass ich schon 1946 Mitglied der Liberaldemokratischen Partei geworden war. Und das ist geblieben und Motiv geworden für meine politische Arbeit. Aber eines habe ich damals gespürt, dass diese deutschen Mitbürger in der Bundesrepublik wählen können, ist nicht nur ein Recht, sondern ist auch eine Pflicht. Wer nicht wählt, verzichtet auf sein Bürgerrecht, meine Damen und Herren. Und da sage ich Ihnen, mir ist lieber einer, der eine Partei aus dem demokratischen Spektrum wählt, auch wenn es eine andere ist als die, die ich bevorzuge, als der, der anderen die Entscheidung über sich selbst überträgt, aber dann zu den Meckerern gehört, wenn die Entwicklung nicht so verläuft, wie er das erwartet hat. Ich möchte aber auch eines sagen. Ich wünsche nicht, dass wir am kommenden Sonntag ein Wahlergebnis bekommen, wo am Ende über die Regierungsbildung diejenige Partei entscheiden kann, deren geistige Vorreiter in der DDR mir damals das Wahlrecht verweigert haben. Und ich wünsche auch nicht, dass eine Entscheidung über die Regierungsbildung diejenigen bekommen, die unter dem Vorwand, Europa werde zu teuer, uns empfehlen, eine Außenpolitik der Pickelhaube neu zu bringen. Meine Damen und Herren, es wird kalt werden, eiskalt um Deutschland herum, wenn wir den Rücken den Europäern zukehren.
Das war ein schwerer Anfang. Und es war kein leichter Weg. Es war ein Anfang und ein Weg mit harten politischen Auseinandersetzungen. Und heute haben wir unseren Standort durch Überwindung der Teilung Europas und Deutschlands dort, wo wir geografisch immer waren, in der Mitte. Ein Standort der Verantwortung in und für Europa. Ja, wir sind das größte Land in der Europäischen Union. Aber das überträgt uns nicht mehr Macht, sondern es überträgt uns größere Verantwortung. Wenn ein Land besonders auf gute Nachbarschaft angewiesen ist, dann das Volk, das die meisten Nachbarn in Europa hat. Ich weiß, dass wir nicht immer in unserer Geschichte das beachtet haben. Aber jetzt haben wir einen Weg gefunden, wo unser Gewicht in Europa so groß ist, wie es nie vorher war. Und daraus ergibt sich auch eine größere Verantwortung für unsere Generationen. Meine Damen und Herren, wir leben in einer vollkommen neuen Weltordnung. Die Welt hat sich grundlegend verändert. Die Teilung in Ost und West ist aufgehoben. Die Welt besteht nicht nur aus den europäischen und nordamerikanischen Staaten. Die Welt des Kalten Krieges, USA und Sowjetunion und Europa West und Ost, liegt hinter uns. Es ist heute eine Weltnachbarschaftsordnung. Wenn irgendetwas in irgendeinem Land passiert, kann es Auswirkungen auf unser Land haben. Eine Hypothekenkrise in den USA hat durchgeschlagen bis in das letzte Dorf in der Eifel, aber genauso in Norwegen und in Süditalien. Das zeigt, heute ist politische Verantwortung etwas, was alles im Auge haben muss. Und da ist Leichtfertigkeit nicht geboten. Und deshalb, Herr Außenminister, möchte ich Ihnen sagen, wenn Sie sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass dieses Land eine Politik der Verantwortung, aber auch der Zurückhaltung betreibt, dann verdient das die Unterstützung des ganzen deutschen Volkes. Ich habe aktuellen Anlass dazu, etwas zu sagen. Meine Damen und Herren, wir haben es immer, trotz unseres hohen Entwicklungsstandes, trotz unserer enorm starken Exportindustrie, für wichtig gehalten, dass wir als Deutsche in Fragen der Waffenexporte Zurückhaltung geübt haben. Wir sind gut damit gefahren und wir haben natürlich unseren Partnern geholfen im westlichen Bündnis, mit denen wir gemeinsam die Freiheit unseres Landes vertreten haben und gesichert haben. Aber meine Damen und Herren, wenn ich jetzt höre, dass es Abgeordnete des Deutschen Bundestages gibt, die verlangen, dass im künftigen Bundestag die Richtlinien gelockert werden sollten. Meine Damen und Herren, dieses Land macht Friedenspolitik und nicht eine Politik des Geldverdienens an den Kriegen, die andere irgendwo in dieser Welt führen. Herr Außenminister, dass Sie sich dagegen gewandt haben, war eine notwendige Warnung an jeden, die es angeht. Dieses Land kennt unsere Geschichte und wir wissen, was das für die Zukunft bedeutet. Aber wir wissen auch eins, wir haben eine Zukunft nur in Europa. Eine andere gibt es für uns nicht. Und ich will nicht die Vorteile Europas messen in Marken und Pfennig. Aber eines kann ich Ihnen auch sagen. Viele unserer Arbeitsplätze sind davon abhängig, dass es in diesem Europa keine Handelsgrenzen mehr gibt. Und viele der Arbeitsplätze werden dadurch gesichert, dass nicht durch Währungsmanipulationen in Europa unsere Exportmöglichkeiten behindert werden können. Insofern haben wir Vorteile, die von uns auch verlangen, dass wir dort bei den Schwachen die Verantwortung übernehmen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, dass Sie bei diesem Wahltag abwägen, wem Sie Ihre Stimme ergeben. Parteien, die über lange Zeit Verantwortung getragen haben. Frau Merkel hat gesagt, das waren 4 gute Jahre. Dem stimme ich zu. Wir sind ja Regierungspartei.
Aber ich würde auch sagen, von Ihren 8 Jahren waren das die 4 besseren guten Jahre. Meine Damen und Herren, heute sind wir der Garant der Stabilität in der Europäischen Union. Aber als in der Zeit der Großen Koalition das Statistische Amt der Europäischen Union Kontrollrechte verlangen wollte, die wollten nämlich wissen, ob die Zahlen, die die Länder melden über ihre Staatsschulden, auch stimmen, die wollten das prüfen können. Da gab es 2 Länder, die das abgelehnt haben. Eines war Frankreich, das andere war die Bundesrepublik Deutschland. Man sieht, die Merkel mit der FDP ist doch besser als die mit anderen zusammen. Und was die Große Koalition angeht, die manche predigen als den großen Ausweg, meine Damen und Herren. 2-mal haben wir sie gehabt, 1-mal 3 Jahre und 1-mal 4 Jahre. Ist die einzige Koalition, die immer jeweils nach dem ersten Turn abgewählt worden ist. Und die Leute wissen ganz genau, warum. Jetzt stehen sie vor einer wichtigen Entscheidung. Als ich damals als Student in Leipzig bei meinem Verfassungsrechtsprofessor die in Arbeit befindliche Verfassung der Bundesrepublik Deutschland mit bearbeiten durfte, aber auch das, was da in der DDR als Verfassung verabschiedet wurde, da habe ich mir die angeguckt und bin zum Ergebnis gekommen, alles ist besser beim Grundgesetz, mit einer Ausnahme. Hier begann das Wahlalter mit 21 Jahren, in der DDR-Verfassung mit 18 Jahren. Das fand ich besser, weil ich dachte, da hat man ja richtig schon Pflichten, denn ich war ja schon 22 und hielt mich deshalb auch für durchaus erwachsen. Was ich nicht ahnen konnte, war, dass ich 20 Jahre später die Möglichkeit haben würde, in meinem ersten Jahr als Bundesinnenminister hier in Bonn einen Gesetzentwurf vorzulegen, damit die jungen Menschen schon mit 18 Jahren ihr Wahlrecht ausüben kann. Wer Steuern zahlen soll, muss auch über die Verwendung der Steuern mitentscheiden können. Und wer zum Wehrdienst bereit sein soll, damals gab es ja denn die Wehrpflicht, der muss auch über die Friedenspolitik mitentscheiden können. Im Übrigen ist ein wunderbares Wahlrecht, meine Damen und Herren. Sie haben sogar 2 Stimmen. Nur gibt es immer Leute, die sagen, das sei eigentlich dasselbe. Das ist aber nicht dasselbe. Das ist ein Unterschied und Ihre Wahlmöglichkeiten werden erhöht. Ich will nicht das einfach argumentieren und will sagen, wir als Liberale sind auch schon mit der 2. Stimme zufrieden. Das wäre der Versuch der Wählertäuschung. Aber eines müssen Sie wissen, mit Ihrer Stimme für diese Partei entscheiden Sie, ob eine wirklich für unser Land innen- und außenpolitisch hervorragende Politik fortgesetzt werden kann oder ob wir in eine neue Phase politischer Experimente hineingehören. Ich bin dafür, Fortsetzung mit klarem Kurs und deshalb Ihre Stimme für die Freie Demokratische Partei.